Ich komme ehrlich gesagt gar nicht mehr hinterher, euch so viele neue Dinge zu zeigen, die diese Woche in der letzten Stunde rausgekommen sind. Die Drogerien haben wieder rausgehauen und ich zeige euch im Schnelldurchlauf und vor allen Dingen auch sogar mit Live-Tests die neuesten spannenden Produkte aus der Drogerie. Let's go, ihr süßen Mäuse. Wie gesagt, es tut mir leid, ich komme nicht mehr hinterher, aber es geht hier wirklich Schlag auf Schlag und das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich mache das hier schon ein paar Tage, ne? Das ist jetzt mindestens mein 5. Januar, den ich hier vor der Kamera verbringe. Und ich habe es noch nie gehabt, dass im Januar so viele Produkte rausgekommen sind von so vielen verschiedenen Marken, dass mal eine LE rauskommt. Kennen wir. Dass mal ein neues Produkt rauskommt. Okay. Aber hier kommen nicht nur neue Marken, sondern hier kommen ganze neue alles mit raus. Und auch Produkte, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie jetzt schon rauskommen. Aber umso spannender ist das Ganze. Ich würde vorschlagen, wir verlieren keine Zeit und legen direkt los. Ich würde euch so gerne so viele Dinge zeigen. Einige Dinge darf ich euch noch gar nicht zeigen. Die kommen leider erst Mitte Februar raus. Großartig von einer Marke, von der ihr noch nicht so viel wisst. Aber ihr wisst, dass ich sie sehr, sehr gerne mag. Ansonsten nehme ich hier einfach noch mit rein, dass es jetzt in vielen DM-Filialen die Geek and Gorgeous Produkte mitgibt. Sehr, 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 sehr große Empfehlung. Mag ich super gerne. Was es mir im Moment sehr angetan hat, ist das Retinalserum. Oh, da muss ich vorsichtig sein, weil die Hälfte davon gibt es auch noch nicht. Das ist im Bad. Das Retinalserum, sehr, 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 sehr gut. Ich habe es ein bisschen übertrieben, ne? Ich dachte eigentlich, ich bin gut an Retinol gewöhnt. Ich habe ein bisschen viel genommen, stand aber auch Erbsengröße drauf. Und was habe ich genommen? Gefühlt eine Walnussgröße. Meine Schuld, aber sehr, 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 sehr gute Produkte, vor allen Dingen zu einem sehr, sehr guten Preis. Was auch noch mit reingekommen ist, ist das hier von L'Oréal. Ihr wisst ja, dass ich die Vitamin C-Reihe über alles liebe, ne? Den Sonnenschutz, großartig, großartig, großartig. Es gibt den jetzt auch aus der Reihe. Ich habe ihn nur noch nicht gefunden. Es wird wahrscheinlich noch ein Momentchen dauern. Aber das ist die Bright Reveal-Reihe mit Dark Spot Serum in Cleanser. Niacinamid ist der Hero-Wirkstoff aus dieser Reihe. Wir haben den Cleanser. Super, um das Make-up abzunehmen. Ist ähnlich wie der mit Vitamin C, nur halt mit Niacinamid. Hinterlässt einen sehr, sehr schönen Glow. Es gibt ein ganz tolles Produkt, das Niacinamid Dark Spot Serum. Großartig, genauso toll, wirklich toll. Ich freue mich, dass L'Oréal wirklich diese Produkte jetzt rausbringt, weil sie einfach wirkstofffokussiert sind, ne? Sonst hat L'Oréal ja immer sehr viele Produkte, die so, sie machen alles schön, aber das sind Produkte für jemand, der sich auch ein bisschen auskennt mit Skincare. Der weiß, okay, dafür ist Vitamin C, dafür ist Niacinamid sehr, 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 sehr gut. Absolute Empfehlung, die Konsistenz ist großartig. 7,5% Niacinamid, 2,5% Aminosulfonik. Sehr schönes Produkt gegen Aknemale, Sonnenflecken und Altersflecken. Und es gibt noch ein Produkt, da muss ich mich aber noch so ein bisschen rantesten. Das ist die Bright Reveal Dark Spot Feuchtigkeitspflege. Die hat einen Lichtschutzfaktor von 50 mit drin. Die ist schon sehr, 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 sehr reichhaltig, ne? Also du brauchst nicht viel davon und hast wirklich ordentlich was im Gesicht. Fühlte sich aber sehr schön an, hinterlässt auch so einen leichten Glow auf der Haut. Habe ich jetzt erst zweimal getestet. Das Produkt brauche ich noch ein bisschen. Und wo ich jetzt sage, das ist jetzt in der richtigen Jahreszeit rausgekommen, ist das hier. Das ist echt spannend. Das ist das Bright Reveal Dark Spot Hauterneuerndes Peeling. Das ist so, ne, du machst das rauf, 15 Minuten abmachen. Und gerade wenn du so Altersfleckchen hast oder so Sonnenfleckchen hast, punktuell, bitte nicht großflächig auftragen, ist das sehr, sehr gut. Das ist recht hochkonzentriert. AHA, BHA ist hier mit drin. Wollte ich euch jetzt hier einfach nochmal mit reinnehmen, weil das gerade so gut gepasst hat hier. Ansonsten habe ich etwas gefunden, was für mich jetzt noch nicht so ganz in die Jahreszeit passt, aber vielleicht ganz spannend ist. Und zwar von Garnier. Lichtschutzfaktor jeden Tag steht drauf, finde ich sehr, sehr gut. Das ist das Daily UV Ultraleichtes Fluid Glow. Lichtschutzfaktor 50, sehr hoher Schutz, sofortiger Glow, sichtbar mildere, dunklere Flecken. Kommt einmal in der Verpackung. Die Augencreme hat mir aus der Reihe leider gar nicht gefallen. Ich habe es eben schon mal geswatcht hier und war ganz überrascht, weil ich dachte, das ist einfach nur ein Sonnenschutz, ne, der so ein bisschen Glow hat. Denkste Mäuschen. Das ist ein getönter Lichtschutzfaktor. Da bin ich sehr gespannt, weil das Problem bei diesen getönten Lichtschutzfaktoren immer so ein bisschen ist, um die 50 zu erreichen, brauchst du sehr viel Produkt und das ist dann wahrscheinlich meistens nicht mehr so schön. Aber das wird mit Sicherheit sehr, 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 sehr gut in Kombination mit einem anderen Lichtschutzfaktor funktionieren. Wenn du sagst, du willst nicht, dass er so krass weißelt vielleicht oder du möchtest einfach nur so einen Hauch haben, sehr reflektierend, riecht nach Sonnencreme. Ich habe hier auch meinen Lichtschutzfaktor Spiegel. Ich habe heute Morgen Lichtschutzfaktor aufgetragen. Mal schauen, ob ich noch was sehe.
Ich kann es euch immer leider nicht hier in der Kamera zeigen. Ja, so ein bisschen ist sogar noch drauf. Und ja, das ist auf definitiv ein Lichtschutzfaktor. Das zeigt dir an, ob du gleichmäßig Lichtschutzfaktor aufgetragen hast. Ein bisschen sehe ich Tatsache auch noch im Gesicht. An einigen Stellen habe ich so ein bisschen gestudert. Das ist sehr, 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 sehr teuer, das Ding. Ich suche die ganze Zeit nach einer günstigen Alternative. Am Ende, wenn du dich richtig eincremst, dann brauchst du es nicht. Aber ich bin so eine Schludermaus, deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Was mir sofort auffällt, ist, es oxidiert extrem, ne? Also es wird recht orange. Wir lassen das mal kurz auf der Hand. Das muss ich testen. Vielleicht ist es auch etwas, was man in Kombination mit einem anderen Lichtschutzfaktor zusammenbringen kann. Die Idee finde ich aber ganz gut. Wäre jetzt aber eher für mich etwas für den Sommer gewesen, muss ich sagen. Es geht weiter mit Garnier. Wir bleiben bei Garnier. Garnier ist im Moment, ne? Ich hatte zwischendurch so ein bisschen das Gefühl, dass Garnier sich ausgeruht hat auf ihren Micellenwassern. Auch vorbei die Zeit. Es gibt neue Eyepatches. Und zwar haben wir die Koffein-Bambuskohlenmaske, aufpolsternde Augentuchmaske, 3% Glycerin und Koffein gegen geschwollene Augenpartien. Sehen sehr, 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 sehr schön aus. 2 Euro ist ein stolzer Preis. Aber wenn die gut sind, gebe ich auch gerne 2 Euro dafür aus. Muss ich testen. Genauso wie die Vitamin C. Glow Booster Augenpatches gegen dunkle, matte Augenringe, Glycerin, Hyaluronsäure, Vitamin C. Auch hier bin ich sehr, sehr gespannt, gebe ich euch in den nächsten Tagen dann in einem Kurzvideo wahrscheinlich ein Update, allerspätestens bei einem Aufgebraucht-Video. Und deswegen, Freunde, ich war letztes Mal ein bisschen enttäuscht, das Aufgebraucht-Video kam gar nicht so gut bei euch an, ne? Aber in den Aufgebraucht-Videos, oh, schaut euch das an, in den Aufgebraucht-Videos seht ihr immer die Langzeit-Reviews. Entweder ist es aussortiert oder ist es aufgebraucht. Da weiß ich schon, das ist keine Farbe für mich. I'm sorry. Also, ach Freunde, jetzt pass auf. Pass auf, setzt euch hin. Ich bin ja so eine Parfummaus, ne? Und ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber ich habe es euch neulich gesagt. Ich möchte nach der Dusche mich einsprühen mit Parfum und frisch geduscht riechen. Obwohl ich gerade aus der Dusche komme, möchte ich nach frisch geduscht riechen. Aber jetzt gibt es ein Problem. Entweder diese frischen Düfte riechen mir so ein bisschen nach, weiß ich nicht, Ballermann. Umkleidekabine, Sportverein, Buxtehude. Oder wenn sie zu blumig sind, dann rieche ich wie Blume 2000. Will ich nicht. Ich habe einen Duft, den ich seitdem ich lebe Tatsache trage. Der ist von Bulgari für Babys. Das ist ein Babyparfum. Liebe ich. Es ist so dieses, es riecht wirklich ganz, ganz lieblich. Aber ganz ehrlich, ich habe nicht immer die Intention, so viel Geld für ein nach der Dusche Parfum aufzutragen. Es soll ja, ne, es soll nicht so laut sein. Es soll ganz, 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 ganz frisch sein. Und jetzt war ich eben bei Rossmann und ich gehe oft einfach an den Düften dort vorbei. Aber heute weiß ich nicht warum. Jetzt weiß ich warum. Habe ich was gefunden und ich bin fast umgefallen. Elizabeth Arden. Die Elisabeth, die gute. Das ist die von der 8-Hour Cream, ne? Schwöre ich ja drauf. Die hat auch Parfum. Wusste ich gar nicht. So, das ist das Green Tea Scent Spray. Eau Parfumée Vaporisateur. Ich glaube, das ist ein Duft, der aus irgendeinem Pflegeprodukt entsprungen ist. Dieser Duft. Es riecht nach frisch gewaschener Wäsche. Nach Zitrone, die lang gelaufen ist. Ein bisschen nach Umkleidekabine, aber nach einer sauberen Umkleidekabine. Ohne pubertierende Jungs. Sportlich, Schwimmbad, Sommer, leicht gebügelte, so richtig heiß gebügelte Leinenbettwäsche. Fruchtig, frisch, aber nicht zu stark. Ich will ja ab, ich gehe ja nicht duschen, um danach wieder zu riechen wie ein Bison, sondern ich möchte danach so ein. Ich möchte, dass, wenn man abends nach der Dusche, warum auch immer, an mir vorbeigehen sollte, da bin ich nicht mehr außerhalb des Hauses, aber trotzdem, da möchte ich, dass du an mir vorbeiläufst und denkst, oh, der war gerade duschen. Obwohl ich gerade duschen war. Aber wisst ihr, was ich meine? Sehr, 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 sehr gut. Von der Langanhaltbarkeit kann ich es jetzt noch nicht so sagen, ist mir aber egal. Ich möchte nur vom Weg aus der Dusche ins Bett gut riechen und vielleicht zwischendrin mal so ein bisschen frisch. Ganz, 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 ganz toll. Super Packaging für unterwegs. Ich habe jetzt die, was habe ich denn hier genommen? Die 30 Milliliter gibt es auch noch in 50 Milliliter. Sehr, 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 sehr spannend. Ansonsten kam gerade noch etwas Neues, hat eben gerade an der Tür geklingelt und da kam es und da dachte ich mir, das kannst du hier gleich mit ins Video nehmen, Maxim. Art Deco hat nämlich neue Base-Produkte rausgebracht. Primer, Foundation und Concealer und ich zeige euch jetzt einmal,
wie schön das Ganze aussieht. Okay, wir machen mit dem Make-up einmal weiter. Gerade eben habe ich ein Paket bekommen von Art Deco. Die haben nämlich neue Sachen rausgebracht. Ich weiß jetzt nicht genau, was davon jetzt ganz neu ist, aber ich meine, es ist alles neu, beziehungsweise alles überarbeitet und so ein bisschen modernisiert. Und zwar gibt es drei neue Primer. Wir haben einmal den Mattifying Face Primer. Der soll die Poren weichzeichnen und mattieren. Wir haben den Sun Protection Primer mit Lichtschutzfaktor 30 und den Brightness and Perfection Luminous Face Primer. Den werden wir direkt einmal in mein Gesicht bringen. Ist sogar noch versiegelt. Art Deco ist im Moment wirklich auf der Überholspur. Ich habe, der hat so einen ganz, seht ihr das? Der hat so einen ganz leichten Glow mit drin. So ein bisschen pfirsichfarben sieht der aus. Trag ihn mal nur auf der einen Seite auf heute, dass wir so viele Produkte wie möglich in mein Gesicht kriegen. Er ist nicht parfümiert, finde ich sehr, 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 sehr gut. Wobei ich persönlich damit ja nicht so ein Problem habe. Aber ihr seht, oh krass, ja. Ihr seht sofort diesen Glow. Also der hat Schimmerpartikel mit drin, die so ein bisschen ins Roségold gehen. Finde ich mal ganz spannend, weil das dadurch ein bisschen vielseitiger einzusetzen ist, wenn ich ehrlich bin. Die meisten Glow Primer sind entweder Gold oder sind Silber. Und je nachdem, welche Hautfarbe du hast, ist es ein bisschen schwierig. Der ist sehr, sehr glowy. Er erinnert mich sogar vom Finish her ein bisschen an die MAC Strobe Cream, wenn ich ehrlich bin. Gefällt mir ganz gut. Die anderen will ich jetzt nicht benutzen. Das ist nur ein First Impression und so ein kleiner Haul, was es alles gibt. Denn es gibt jetzt auch die Fluid Camouflage Foundation. Ich meine mich daran zu erinnern, dass es mal diese Concealer-Pöttchen gab und die Inspiration für diese Produkte jetzt waren. Wir haben einmal die Foundation. Ich habe sie mir jetzt in der Farbe 15 einmal genommen. Sind 20 Milliliter drin. Ich muss ehrlich sagen, normalerweise würde ich das so ein bisschen kritisieren an der Verpackung, aber du hast in diesen ganz einfachen Quetschtuben natürlich ganz besonders die Möglichkeit, an das Produkt ranzukommen, recht hygienisch zu arbeiten und vor allen Dingen, es nimmt keinen Platz weg. Ich reise natürlich durch meinen Job recht viel und wenn ich nur mit Handgepäck beispielsweise fliege und ich dann aber ein 20 Kilo Glasziegel mit dabei habe, nur für eine Foundation, und ihr kennt mich, ich reise niemals nur mit einer Foundation, sondern mindestens drei, dann finde ich das gar nicht so schlecht. Und dadurch, dass das Packaging reduzierter ist, kann die Formulierung auch besser vom Preis sein. Deckkraft ist krass. Das ging sehr, sehr schnell. Ich gehe jetzt nochmal grob mit so einem Schwämmchen hier einfach rüber. Also First Impression, Deckkraft ist sehr, 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 sehr gut. Lässt sich mit Sicherheit auch aufbauen. Vom Finish her ist sie aber eher matt. Das täuscht jetzt natürlich durch den Primer. Ich sehe es jetzt hier aber gerade im Spiegel, dass sie eher so ein bisschen semi-matt ist. Natürlich angelehnt an dieses Concealer-Pöttchen. Was aber ganz gut sein kann, um einfach eine sehr hohe Deckkraft zu haben. Wow, gar nicht so schlecht, wo ich sehr gespannt bin. Und das kann entweder der Volltreffer des Jahres werden oder mich so ein bisschen enttäuschen. Und zwar den Concealer. Das ist der Fluid Camouflage Concealer. Ein Riesenfüßchen. Ich habe die Farbe 05. Ich trage den mal hier so ein bisschen auf, um gleich noch so ein bisschen zu highlighten. Es wird heute wirklich ein Full-Coverage-Look. Dieser Pot-Concealer ist an sich tatsächlich sogar sehr, 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 sehr gut, muss ich sagen. Der ist für Spot-Concealing perfekt. Also wenn ihr nur so eine, wenn ihr beispielsweise mal ein Leberfleckchen abdecken wollt oder ein Pickelchen oder so, ist der in diesem Töpfchen sehr, sehr gut. Aber natürlich, da muss ich Art Deco wirklich loben, sie gehen mit der Zeit, ne? Und sie verändern sich. Ich kenne kaum noch jemanden der jüngeren Generation oder der neuen Make-up-Generation, die diese Pöttchen-Concealer oder diese kleinen, ne, das war ja auch nur in so einem Schälchen-Concealer benutzt. Das ist einfach super, super einfach anzuwenden. Ich blende jetzt mal die erste Seite aus. Mal schauen, wie der sich ausblenden lässt. Also ich vermute, ich habe gerade deutlich zu viel genommen. Aber die Deckkraft ist krass. Das ist eine Deckkraft. Das gefällt mir. Aufregend. Ich liebe neue Complexion-Produkte. Ich lieb's. Okay. Es sieht wirklich, wirklich gut aus. Gefällt mir gut. Updates kriegt ihr dann. Okay. Das ist das, was ich hier trage. Unglaublich schön in der Kraft. Mir gefallen beide Seiten. Egal ob mit Primer oder ohne Primer. Sehr, sehr gut. Und auch der Concealer. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel genommen. Und ich muss auch nochmal so ein bisschen mit der Farbe schauen. Vom ersten Eindruck her aber wirklich, wirklich äußerst spannend. Ansonsten hat auch Catrice eine neue Limited Edition rausgebracht und da habe ich jetzt alles einmal mitgeholt. Ne? Das ist die Hard Affairs
Limited Edition, sehr, 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 sehr spannend. Auch die trage ich teilweise schon. Ich blende euch hier mal so ein paar kleine Einblicke aus dem Video ein. Ich habe ein ganzes Video dazu gemacht. Ich weiß allerdings noch nicht, wann ihr das gesehen habt. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich habe gerade meiner süßen Maus von Art Deco geschrieben und sie gefragt, wann kommen denn die Sachen raus? Nicht, dass ich hier irgendwas spoiler. Genauso wie hier. Hier steht noch eine neue Skincare-Marke von einer unserer liebsten Marken, die eine neue Marke haben. Und ich habe die jetzt seit einer Woche schon hier und ich habe schon zwei neue Favoriten von der Textur her, vom Packaging her. Eine komplett neue Marke, die in die Drogerie kommen wird. Und das ist immer so ein bisschen das Schwierige, ne? Schön, dass wir noch einmal kurz drüber reden. Ab und zu lese ich, Maxim, du zeigst uns jede Woche irgendwie irgendwas Neues und dann hast du schon Erfahrungswerte damit. Mein Job besteht ja nicht nur daraus, YouTube-Videos zu machen, sondern auch vorab von Firmen, weit vorab teilweise schon, teilweise manchmal sogar als Laborexemplar, Produkte zu testen, damit ich einfach weiß, wie ist das Produkt, wie funktioniert das Produkt für mich, möchte ich mit der Firma zusammenarbeiten, möchte ich nicht mit der Firma zusammenarbeiten. Dadurch kann ich euch natürlich auch immer nur so ein bisschen was mit anteasern hier, was ich gerade habe, was ich gerne mag. Ich kann es euch nur noch nicht zeigen. Aber wenn ihr Ich glaube, in 2 Wochen oder in einer Woche ist das Launch-Datum der Marke. Dann denkt an mich. Denkt einfach an Apothekenfläschchen. Wir schauen mal, was es sonst noch so Neues gibt. Ich habe nämlich noch eine Mascara gefunden. Wir sind immer noch auf der Suche nach der perfekten braunen Mascara und ihr habt mir schon sehr, 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 sehr viele Empfehlungen geschickt. Ich habe es immer noch nicht gefunden. Ich mische mittlerweile meine Mascara so ein bisschen zusammen, dass sie farblich in die Richtung gehen. Aber es ist immer noch nicht die optimale gewesen. Ich habe wirklich alle bestellt, die ihr mir jemals, glaube ich, empfohlen habt. Jetzt gibt es eine neue von L'Oréal, die Panorama Mascara. Packaging unglaublich schön, sehr, sehr hochwertig. Gibt es einmal in Schwarz und in Braun. Ich habe dazu noch nicht so viel Content gesehen, aber ich bin schon wieder enttäuscht. Das ist schon wieder kein Braun, das ist schon wieder so ein. Sieht schon fast grün-grau aus, ne? Wobei ich sagen muss, manchmal täusche ich mich auch, ne? Manchmal sieht eine Farbe auf den eigenen Wimpern dann doch nochmal ein bisschen anders aus. Aber für mich ist das schon wieder kein Braun. Eine Mascara, die farblich sehr, sehr fast schon Volltreffer ist, ist diese hier von YSL. Aber ich mag die Formulierung einfach nicht. Das ist das Problem bei dieser Mascara. Wir probieren sie jetzt einfach mal aus. Das Bürstchen ist sehr spitz zulaufend. Oh, krass. Das ist eine Schicht. Das Bürstchen ist sehr, sehr gut, um präzise zu arbeiten. Das ist sehr, sehr viel Wimper für mich. Aber ein schönes Ergebnis, leider nicht braun. Wenn ich sehe, dass meine Wimpern einen Schatten werfen, dann weiß ich, dass das eine gute Mascara ist. Bumm. Ob sie jetzt gut hält, kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen. Vom ersten Eindruck in der ersten Schicht aber wirklich, wirklich schön. Ansonsten kam gerade auch noch ein Paket, was es jetzt auch neu gibt, von Ardell, die Lashes. Ich habe jetzt hier einmal Wings in Bossy. Die Adele Lashes sind mit die besten Lashes, muss man sagen. Und mir tat das auch echt nach dem Video leid mit den Lidschattenpaletten, weil die waren für mich einfach wirklich gar nichts. Ich habe mir da auch noch mal ein paar Gedanken drüber gemacht, aber irgendwie haben die mich nicht so umgehauen. Die Lashes hingegen sind sehr, 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 sehr gut. Also da könnt ihr wirklich getrost zuschlagen. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Produkt, auf das ich mich persönlich sehr, 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 sehr freue, das zu benutzen. Das ist von Isana, das Color Gloss Haarglossing. Ich wollte eigentlich ein anderes kaufen von L'Oréal, glaube ich. Und dann habe ich das gesehen, das war auch neu. Und das soll die Haarfarbe beleben, für mehr Leuchtkraft und seidigen Farbglanz sorgen und mit langanhaltendem Farbbooster einer intensiv pflegenden Formel. Nicht zur Färbung von Wimpern und Augenbrauen gedacht, Handschuhe tragen. 20 Minuten einwirken lassen. Also im Prinzip ist das, ja, man sieht schon, das ist eigentlich Haarfarbe zum Auswaschen wieder, die einfach die eigene Haarfarbe so ein bisschen intensiviert. Ich mag das ganz gerne, weil ich habe einen sehr, sehr schönen Braunton, muss ich sagen. Ich habe nicht viel Braunton, aber ich habe Braunton. Und die da sind, mag ich ganz gerne, wenn die so ein bisschen brauner werden. Ich habe manchmal so ein paar graue Härchen schon mit drin, alles so ein bisschen. Manchmal sieht es so ein bisschen ausgewaschen aus, habe ich das Gefühl bei mir. Das könnte was Gutes für den Sommer sein. Wie das ist, seht ihr ganz, ganz bald, gebe ich euch ein Update. Aber ich glaube, das waren wirklich sehr, sehr spannende Drogerieprodukte, die diese Wochen rausgekommen sind. Ich bin super gespannt, welche Produkte ihr für euch entdeckt habt, die euch am besten gefallen. Schreibt mir gerne eure Favoriten in die Kommentare und welche Produkte ich noch ein bisschen genauer für euch testen soll. Bis zum nächsten Mal.